Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wissen Sie, ich war bis Oktober dieses Jahres Mitglied in der Bezirksvertretung im 8. Bezirk in Wien. Und da gab es so einen Themenkomplex, der hat immer für wahnsinnig viel Unruhe und für wahnsinnig viel Aufregung gesorgt. Und das war immer, wenn es um mehr Öffentlichkeit, mehr Transparenz und mehr Mitbestimmung, Teilhabe für Bürgerinnen und Bürger ging. Und besonders wurden da immer die Vertreter von SPÖ und ÖVP nervös. Und da will ich Ihnen ein ganz konkretes Beispiel geben. 2015, das war im Jahr unserer Angelobung, da haben wir gleich direkt danach einen Antrag gestellt, dass alle Sitzungen der Bezirksvertretungen, was ja eigentlich nichts Geheimes ist, live gestreamt werden sollen. Und somit hätten alle interessierten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, wo auch immer sie sind, wo auch immer sie sich befinden, zu lokalen Themen reinzuschalten und mitzuschauen, was in der Bezirkspolitik gerade diskutiert wird. Und wissen Sie, was spannend war? Alle Parteien haben zugestimmt. Es war ein einstimmiger Beschluss. Und wir haben schon gewusst, warum das einstimmig war, weil damals niemand damit gerechnet hat, dass das wirklich zur Umsetzung kommt, weil die zuständige Magistratsabteilung damals noch ein bisschen blockiert hat. Aber dann ist es spannend geworden. 3 Jahre später hat die Stadt Wien, also das Magistrat, gesagt, lieber 8. Bezirk, ihr habt einen einstimmigen Beschluss für den Livestream von Bezirksvertretungssitzungen. Wir wären jetzt bereit zur Umsetzung. Wie schaut es mit euch aus? Und dann hat es angefangen. Dann haben die Blockiererparteien das gemacht, was sie am besten können. Sie haben argumentiert, na, das geht ja nicht, wenn wir jetzt die Sitzungen live streamen. Die Bezirksrätinnen und Bezirksräte haben ja keine Immunität. Dann können wir ja nicht mehr sagen, was wir uns denken. Die anderen haben gesagt, jetzt sitzen wir da in der Sitzanordnung schon so wie die letzten 30, 40 Jahre. Dann müssen wir die Sitzanordnung ändern. Und somit ist das, was wir eigentlich einstimmig beschlossen haben, nie zur Umsetzung gelangt, weil unterschiedliche Vorwände gefunden wurden. Und nach 4 Jahren in diesem Gremium war das tatsächlich einer der größten Wermutstropfen, dass dieses Thema, der Livestream der Bezirksvertretungssitzungen, nie wirklich erfolgreich umgesetzt wurde. Ich komme dann gleich dazu, was das mit dem zu tun hat, was wir hier heute diskutieren. Weil damals haben die anderen Parteien uns eines zugestanden. Also wir wollten einen Livestream der Bezirksvertretungssitzungen und die anderen Parteien haben uns zugestanden, die Online-Verfügbarstellung von Anträgen und Anfragen auf der Website. Ein kleiner Erfolg, aber nichts im Vergleich zu dem, was wir ursprünglich wollten. Und das erinnert mich ein bisschen an die Dimensionen, über die wir heute auch reden. Sie kennen die Vorschläge von uns NEOS. Minister-Hearings im Nationalrat, verpflichtende Begutachtungsverfahren für alle Gesetzesinitiativen, Verbesserung für Bürgerinitiativen und selbstverständlich die Öffentlichkeit und gerne auch mit Livestream in allen Ausschusssitzungen und nicht nur in den wenigen Ausschusssitzungen, die jetzt schon öffentlich sind. Also bitte nicht falsch verstehen. Wir werden dem Antrag, wenn es dann dazu kommt, natürlich zustimmen. Aber ganz ehrlich, der große Wurf ist das nicht. Also geben Sie sich gerade an die SPÖ gerichtet ein bisschen einen Ruck und trauen Sie sich ein bisschen mehr Transparenz. Unsere Vorschläge dazu, die liegen auf dem Tisch.